kommt ein Pirat in eine Bar. Einmal war los. Und dieser Steuerrat aus seiner Hose. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rat? Und der Pirat antwortet, es lässt mich durchdrehen. Das will ich nicht, nicht hier zu lassen. Das will ich nicht, dich hier zu. Das war jetzt irritierend. Ich dachte, da hätte die Aufnahme abgebrochen. Da ist das eben jetzt wieder eine Neuaufnahme. Die PlayStation hat mich wieder mit der warmen Mitteilung erfreut. Upload nicht möglich. War wieder immer klasse. Ich hatte auf dem PC noch nie so viele Upload-Fehler wie hier. Nicht ansatzweise. Ich nehme an, dass ich da hinten hin muss. Das ist wohl alles hier Erkundungsspielraum, sagen wir es mal so. Aber in diesem Let's Play will ich eigentlich weniger auf Erkunden spielen, sondern mehr auf zügig durchfahren. Das gerade war schon eher eine Ausnahme. Was ich übrigens total irritierend fand, das war damals bei Tomb Raider Legend. Da gibt es einen Level, der spielt da turnt die Lara Croft auf so Hochhäusern rum oder an Hochhäusern rum oder Wolkenkratzer auf jeden Fall in luftiger Höhe in der Stadt. Und wenn man dann runter gesehen hat, ich habe selten so einen billigen Verkehr gesehen. Diese, also so schrottig habe ich den Verkehr aus der Höhe noch nie dargestellt gesehen bekommen. Präsentiert bekommen. Hat er nicht gerade seinen Stift rausgeholt? Ja, lass mal da einfach mal los. Ja, natürlich kann er noch. Ja, hier, krickel, mal. Oh, das ist ja so super. Ich habe wieder was gemalt. Ich bin so stolz auf mich. Hier, guck mal. Bruderherz. Wie auch immer dein Name nochmal ist. Ich habe ihn wieder vergessen. Dass ich. Geh mal davon aus, dass ich das sowieso schon habe. Ich habe keinen Bock zu quatschen. Ich will jetzt hochklettern. Mann, ist Getalk andauernd. Oh, Lipo, guck doch mal hier. Talk with me. Ach, das war so ein. Ich weiß gar nicht, ob das schon hatte. Ich habe das bestimmt schon. Das ist einfach zu offensichtlich um die Ecke rum. Hier talken. Talk beendet. Aber ich muss mit ihm auch noch talken. Dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Weiter geht's. Die Fernsicht ist natürlich super. Das war eigentlich, mal wieder zu diesem Legend ganz kurz zurückzukommen, das war eigentlich zwei Linien, die wohl sowas wie Autos darstellen sollten. Die sind dann noch nicht mal um die Kurve gefahren. Die eine Linie führte in diese Richtung, dann schien die durch die Wand durchzuführen, dieses Autolinie oder was das sein sollte, war ja ganz hoch. Und eine führte, die kreuzte das da. Das sah so scheiße aus. Egal. Spaß gemacht hat mir Tomb Raider Legend trotzdem. Warte mal, ist da eine Kiste oder sowas? Kann ich da was looten? Wahrscheinlich eher weniger, weil da vorne sind ja die gleichen Kisten. Weil jetzt, wenn ich jetzt hier runterfahre, Leute, freut ihr euch dann? Nein. Leider nicht, Lippo. Der Lippo, der ist da. Der Lippo ist das da. Hier sind aber Gegner. Weil, hallo? Was ist denn los hier? Natürlich sind hier Gegner. Kann ich mal irgendwie was machen hier gleich? Warum will er den Jeep nicht verlassen? Warum?
Ich weiß das nämlich, ich war an dieser Stelle ja schon mal. Da bin ich aber nicht da außen rum gefahren, sondern ich bin irgendwo hier durch eine Höhle durchgegangen. Oder bin ich so lang gegangen? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht... Was ist denn... Ach du... Ah, was ist doch nicht mal... Ah, das ist für ein affiges Gespringe. Kindergarten-Jumping. Hallo? Jetzt nicht ernsthaft, ne? Oder bin ich dahergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich bin ich dahergekommen. Weiß aber nicht so recht, warum er da nicht wieder hochkommt. Wo bin ich denn da durch die Höhle durchgegangen? Da muss ich eben außen rum gehen. Oder hier so hoch, ich weiß es nicht. Mann, die haben die Location aber auch so gemacht, dass man scheinbar keine andere Möglichkeit hat. Was ist denn los hier? Warum kann er... Jetzt mal eine ganz einfache Question. Warum kann da nicht diese Steine da hochklettern? Bitte um Antworten, die irgendwie logisch sind. Das ist doch nicht normal. Ich weiß nur noch, ich weiß doch nicht mehr mal, wo die Höhle ist, die da durchgegangen ist. Ich vermute mal, so kommt er da sowieso nicht hoch. Ach Gott, wie affig. Okay, ich steig ja schon ins Auto und ich fahre ja schon da hoch. Meine Fresse, dann gebt doch endlich mal Ruhe. Scheiße. Okay, down. Ach, da kam ich später erst dazu. Ich bin doch irgendwie, ist denn die verdammte Höhle, wo ich durch bin? Ich bin nämlich irgendwo durch eine Höhle durch. Dieses irgendwo ist das eigentlich, was mich am meisten irritiert an der Sache. Ha. Das kann es nicht gewesen sein. Vertue ich mich denn da so sehr? Egal. Ja, was denn, Alter? Ich guck mich doch hier oben. Wo ich eigentlich geschworen hatte, das nicht zu machen. Ach stimmt, da hier muss ich rüber. Ja, es ist ja ganz super. Ich weiß doch, dass ich darüber muss. Die Zugbrücke runterlassen. Was will er mir eigentlich zeigen hier? Ja, eine scheiß Pistole oder was wollte er mir zeigen? Hat er nicht gesagt, komm rüber und sieh dir das mal an? Will er mich verarschen? Hier, das ist ein Symbol hier, oder was soll ich mir da ansehen? Oh, ein Pferdesymbol. Oh, das ist ja super, Sally. Ah, das ist sie so klasse hier. Das muss ich abmalen. Okay, das Ziel ist ja klar definiert. Ich muss diese Zugbrücke runterlassen. Das hier? Nein, doch nicht. Das sind alles diese Fässer, das ist viel später für die Gegner, für die andere Seite. Herr Lipowski, Herr Lipowski, Sie haben uns doch angelogen. Ich kann jetzt natürlich auch nicht hier sinnlos random die Fässer kaputt schießen, das würde ja keinen Sinn ergeben. Das muss ich mir für die lieben Gegner aufheben. Was soll ich denn da nehmen, um mich da drauf zu stellen? Ach, vielleicht das hier. Das kann es auch nicht sein. Ach so, jetzt verstehe ich. Mein Gott, ich bin so gut. Ich verstehe schon. Ich muss natürlich da hoch und dann das Teil da runterbringen.
Oh, das war ein geiler Sprung. So, jetzt muss ich natürlich da hoch. Da das Spieler klettermechanisch. Dibrowski! Vergessen Sie Ihre Malkünste nicht. Ja, das habe ich auch schon gesehen, Alter. Geht's hier hoch? Ah ja. Der Lipo findet die Kletterstellen wieder auf Anhieb. Mal mehr, mal weniger. 2 Minuten noch. Vielleicht schafft der Nathan das noch. Das Zeitlimit, was der Lipo dem auferlegt hat, noch einzuhalten. Okay. Muss jetzt niesen oder nicht? Da kann es nicht lang gehen. Das, wo geht's hier lang? Ups, das war nicht so gut. Nathan, mach. Die Zeit enteilt. Ich muss ja da hoch. Nur die Frage ist hier, oder kam ich innen weiter hoch? Ich glaube, ich muss gar nicht außen weiter hoch. Ich muss doch da lang. Deswegen dachte ich, gedacht zu haben. Verdammt. Wie komme ich jetzt höher? Vielleicht doch da vorne lang. Ich finde das gut, dass es sich hier nur, dass es hier nicht nur stur einen einzigen Weg gibt, den man lang gehen kann. Ich bin ja schon froh, dass nicht Biber Tomb Raider. So, ich verabschiede mich mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.